Auf der 3 läuft für die LG Telesfinanz Regensburg die schnellste bayerische Sprinterin der letzten Jahre, das ist Amelie Sophie Lederer. Und jetzt sehen wir sie, eine der Favoritinnen dieses A-Finales, die mehrfache deutsche Meisterin, die Zeit ein paar Minuten, Jahre schnellste in Deutschland, vom Sprintteam Wetzlar, Rebecca Hase. Und neben ihr steht die deutsche Hallenmeisterin über 60 Meter für den Neuköllner SV, Lisa Marie Quaillet. Startfrei für das A-Finale, 100 Meter der Frauen. Das ist das 100 Meter Finale der Frauen mit Rebecca Hase und Lisa Marie Quaillet. Schulter an Schulter, Kopf an Kopf die beiden. Aber jetzt kommt Rebecca Hase und gewinnt. 11,10 Sekunden. Wahnsinn. Riesenzeit für Rebecca Hase. Und da, das ist der Wahnsinn. Jetzt nochmal ein bisschen korrigiert, 11,11 Sekunden. Damit ist sie die Nummer 2 im Moment in Europa. 300stel nur hinter Aisha Del Ponte aus der Schweiz, die bisher die europäische Jahresbestleistung gehalten hat. Und natürlich auch persönliche Bestleistung für Rebecca Hase. Lisa Marie Quaillet, auch für sie eine neue persönliche Bestleistung. 11,19 Sekunden.